Hi und herzlich willkommen zu meinem Kanal Furious Let's Plays mit Biss. Ja, mir ist nichts Dummes eingefallen. Egal, mein Name ist Armin. Ich spiele gerne iOS-Spiele. Deswegen habe ich mich auch primär erstmal auf den Apple App Store konzentriert. Bin froh, dass ihr hier eingeschaltet habt. Das ist mein Debüt sozusagen. Mein erstes Let's Play als YouTuber. Wo will ich hin? Ich will gerne Spiele spielen, die ich noch nicht kenne, die ich vielleicht einfach mal nur kurz angezockt habe, aber die Story nicht kennen, die meisten Rätsel oder ähnliches einfach noch nicht kennen, und das würde ich euch gerne anbieten, dass wir das zusammen machen. Ich meine mit zusammen natürlich, das Spielen wird ein bisschen schwierig, aber euer Feedback ist mir wichtig. Das heißt, wenn ihr Ideen habt, an welcher Stelle ich vielleicht nochmal zurückspringen sollte, sofern dass das Spiel erlaubt, oder wenn ihr Kritik habt, was meine Aufnahmen angeht, Qualität vom Ton, das Bild, wenn euch meine Hackfresse nicht gefällt, dann sagt mir Bescheid. Ich passe mich da gern Wünschen an, die nicht zu sehr mit meinen eigenen Wünschen konkurrieren. Also natürlich jetzt, wenn ihr sagt, nee, hört auf mit Let's Plays machen, weil keine Ahnung, du eine Brille trägst oder was auch immer, keine Ahnung. So einem Wunsch komme ich ungern nach, und wenn es euch nicht gefällt, guckt es euch nicht an. Wenn es euch gefällt, dürft ihr mir gerne ein Abo da lassen. Da bettle ich jetzt auch gerne mal, weil so Abos sind wichtig. Ich würde gerne wissen, wie ich so ankomme mit meinen Let's Plays, mit meinen Ideen. Wenn euch die Episoden gefallen, kommentiert gerne. Oder lasst einfach einen Daumen da. Das hilft mir zu wissen, wie gut sowas ankommt bei meinen Abonnenten bzw. bei meinen Viewern. Ja, genau. Und ich würde sagen, wir legen los. Ihr habt schon gesehen, wir spielen heute Limbo. Ich werde das in einzelne Episoden unterteilen, sodass die einzelnen Folgen nicht zu lang werden und ihr euch dann vielleicht auch nicht zu sehr langweilt. Weil das Spiel ist relativ, was ich bisher gesehen habe, träge. Das heißt, es sind ein paar Rätsel zu knacken. Der kleine Junge kann nicht viel. Das werden wir auch gleich feststellen. Also es wird jetzt keine Laserkämpfe und Schießereien und Ballereien geben. Solche Spiele werde ich auch noch anbieten. Aber jetzt fangen wir erstmal ruhig an, damit ich so auch für mich selber ein bisschen reinkomme. Ja, genug gelabert. Fangen wir an, würde ich sagen. Wir spielen Limbo. Also Touch to Start. Sollte ich vielleicht aus dem Bild gehen. Okay, ich verziehe mich kurz in meine Ecke hier runter und dann legen wir los. Okay, mit Soundeffekt, pass auf. Okay, fangen wir an. Mein Stuhl knarzt. Ich habe das Spiel schon ein bisschen angespielt. Ist sehr, sehr geil gemacht, finde ich. Ein kleiner Junge, der in einem Wald lebt. Lebt vielleicht, oder zumindest versucht er, seine Schwester zu retten. Das ist das Einzige, was vom Entwicklerstudio so als Hintergrundstory irgendwie angeboten wird. Den Rest kannst du dir selber zusammenbauen. Wie schon gesagt, ich habe schon ein bisschen angespielt, das heißt, wer das Spiel vielleicht auch kennt, hier links gibt es so eine kleine Kugel. Deswegen gehe ich da jetzt sehr zielstrebig hin. So, also dann beginnen wir mal unsere Reise. Das erste wird jetzt so ein bisschen Tutorial-lastig sein. Wir können springen, wir können nach links gehen und wir können nach rechts gehen. Und abhängen können wir nach unten. Oho, das weiß ich schon. So, up. Genau. ich werde versuchen, das Spiel so gut wie möglich durchzuspielen. Das heißt, ich werde versuchen, so wenig wie möglich zu sterben. Angeblich gibt es ein Achievement, wenn man gar nicht stirbt. Moment. Ja. Ah. Greifen. So. Ah, Seile liebe ich sehr. Vor allem so immer Action, wenn es irgendwo hingeht und
du dann irgendwo schwingen kannst. Schwingen, schwingen, schwingen. Also schwingen wird gehen, aber dadurch, dass wir hier einen festen Ankerpunkt haben hier unten, geht das nicht so leicht. Knapp. So. Jappa. Hier, man hört es auch ein bisschen. Wasser. Ich tippe jetzt mal drauf, der Kleine kann nicht schwimmen. Deswegen. Dunkel. Ah. Ich hoffe mal, das Ding arbeitet nicht mehr irgendwie mit Jumpscares oder sowas. Ich hasse Jumpscares extrem. Übrigens, ich spiele das Ganze hier mit einem Controller, mit einem Mad Cats. CTRL. Aber kein Pad. So ein bisschen aufgebaut wie ein Xbox-Controller. Aber ist halt MFI, also Made for iOS. Lalala, eine Seefahrt, die ist lustig. Schreibt ruhig in die Kommentare, wenn ich das singen lassen sollte. Meine Frau wird's tun. So, hier geht's weiter. Okay. Ah. Boot. Ja. Wir reden hier von einem kleinen Jungen, ne? So. Und jetzt. Ah. So, und hier gibt's eine Ranke. Wie gesagt, ich mag so Seilgeschichten. Und jetzt kann ich auch schwingen. Aber bringt hier wahrscheinlich nicht viel, ne? Was ich sehr geil finde, ist die Grafik. Also. Das könnte da hinten jetzt gerade, weil es auch ein bisschen heller geworden ist, die Sonne sein zum Beispiel. Die halt durch den Nebel nicht durchkommt. Und ich finde, der Nebel ist super dargestellt. Alles verschwimmt so ein bisschen ins Nichts. So dieses graue Rauschen. Und sobald die Sonne irgendwo hinter Bäumen verschwindet oder hinter einem Berg, ne, merkt ihr, wird es so ein bisschen dunkler. Die Vignettierung am Rand wird ein bisschen enger. So, Armin, konzentrier dich. Was macht das? Ich hasse das, ohne Scheiß. Das ist wahrscheinlich irgendein Entschuldigung. Die Folge ist explizit. Das Spiel, glaube ich, ist auch gar nicht so jugendfrei. Also wenn ihr, ich sage jetzt mal unter 14 seid. Abschalten. So. Also ihr werdet warten müssen. Ne? Ich mag so Spiele gerne, aber ich achte halt immer sehr auf Details. Also ich versuche es zumindest. So, dass ihr... Ich hoffe, es wird nicht zu langweilig für euch, weil... okay. Das war einfach. Aber jetzt. Hallo? So vielleicht? Alter. Ja, ist klar. Geht das jetzt? Nein! Hey, ich hasse das so eine Scheiße. Ich sag viel oft Scheiß. Ah, du sagst viel oft Scheiß. Ah, Scheiß. Deutsch. So. Muss ich erraten, ob unter dem Gras irgendwas ist oder so? Ah, okay. Also, okay. Warum kommen mir da Steinchen entgegen? Auch geil, ne? Wo kriegt ihr eigentlich immer hin? Ne? Also wenn ich jetzt gerade gehe, guckt er gerade. Wenn ich jetzt so runter gehe, sieht das nur so aus, dass er so leicht nach oben guckt? Ja, genau. Warum? Ah, ist auch toll hier mit den kleinen Fünkchen hier und so. Ich probier's mal so. Alter! Was ist das? Ein Jakoden?
Ich möchte es nicht wissen. Also ein Stein ist das nicht. Entschuldigung, im Stein wachsen keine Haare. Und jetzt? Okay. Yeah. Wenn ich, also wie gesagt, singen und so. Ihr wisst Bescheid. Okay. Das da oben sieht aus wie Plattformen. Du bist aber zu klein. Also ich bin selber nicht gerade recht viel größer, aber... Warte mal. Warte mal. Diese machen, aber... Mir ist aufgefallen, Fliegen kreisen immer da, wo es schlecht ist. Vielleicht kann ich mich daran ein bisschen orientieren in Zukunft. Also auch vorher bei diesem Kadaver und jetzt in diesem Wasser. Ne, Wasser mag er ja nicht so. Was mache ich jetzt? Kann ich da hoch? Hallo? Muss ich schwingen? Ah, muss ich jetzt schwingen? Darf ich jetzt mal schwingen? 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 Wie gesagt, Seile. So. Ah ja, das ist klar. Okay, kann ich hier weiter? Nee, komme ich darüber? Probieren wir es so. Ah, seht ihr da oben? Kugel. Kriegt man ein Achievement oder bekommt man? Okay. Bam. Ah, mein Boot. Hallo, Wind. Ah. Okay. Ach, und so komme ich zu der Kugel. Okay. Und schwing. Schwing. Nein. Ernsthaft? Ich habe mir jetzt gerade das Achievement versaut. Na gut. Kein Unsterblichkeits-Achievement. Macht da nix. Kann ich ja irgendwann mal wieder spielen. So. Wie steht's da mit euch eigentlich, wenn ihr so Spiele spielt? Spielt ihr die gerne nochmal? Also. Nein! Oh. Ja, ich bin echt zu doof manchmal, ne? Spielt ihr die gerne nochmal, obwohl ihr dann schon die Story und alles kennt? Also jetzt, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie dieses Spiel aufhört. Rette ich meine Schwester, erkenne ich, dass der Overlord irgendwas sie entführt hat und... Ich glaube, wir brauchen einen neuen Controller! So. Spielt ihr die Spiele dann nochmal? Oder sagt er so, nö, kenne ich ja schon alles, kenne ja alle Kniffe, Tricks und so weiter. Ach, wisst ihr, was ich mache? Ich mache immer so mit dem Controller nach oben, damit ich theoretisch mit nach oben springe. Wenn ich das aber mache, verliert mein Controller die Orientierung in die Richtung, wo ich hin will, und dann hört er auf, so weit zu springen. Ich könnte auch mit dem Steuerkreuz spielen. Sollte ich das tun? Nee, ich mach's lieber mit dem Controller. Mit dem Stick. Ah, jetzt hat. So. Okay, das kann nicht funktionieren, weil. Ich. Na, das geht auch nicht. Okay, ich muss vielleicht irgendwie die richtige Höhe erwischen. Weil ich zu weit unten war. Ah, jetzt. Diese. Zack. Geht mal wieder runter. So. Bin ich gekommen bin quasi. Ja, so, jetzt hat. Da ist noch so ein Ast, aber da komme ich nicht rüber, ne? Ja, ich wollte nach unten. So sehe ich. Seile mag. Mein Schiff. Flang, das fährt auf dem Meer. Schaukelt hin und schaukelt her.
kommt ein großer Sturm. Bläst das Schifflein um. So sehr hasse ich Fallschaden. Der guckt auch immer so ein bisschen auf. Also manchmal vielleicht einfach stehen bleiben. Guck mal. Pass mal auf da oben. Der guckt jetzt so nach oben, aber da ist irgendwas, aber komm nicht runter. Ja, wir werden sehen. Boah, der Ton ist auch fies, oder? Lass mal. Was? Moment. Psst. Kommst du? Die sind nix dumm. So. Na. Hallo. Volleyballsifalle? Na komm schon. Aha. Sorry. Muss ich ein paar Mal machen, oder was? Das ist schon fies, Alter. Das ist schon fies. Du Ratte! Jetzt hast du das nicht anders verdient. Yeah. Bam! Geht die hin? Aber jetzt ist die Falle im Arsch, oder? Ah, siehst du? Wo ist die jetzt hin? Und wie kann die noch laufen? Und überhaupt und sowieso. Moment. Das wird gerade so ein bisschen düster hier. Was? Nee, okay, gehört. Ich bin so ein Schisser, halt. Ja. Mhm. Ist okay. Hallo? Hallo? Moment. Habt ihr was geknallt? Ich wurde gerade so ein bisschen langsamer. Aber ich kann ja auch nicht springen, siehst du? Ah, hier geht's wieder. Okay, pass mal auf. Wir sind ja im Bau der Spinne. Anscheinend sieht man hier so ein bisschen an den Spinnweben. Ja, gucken wir mal. Einfach drauf los. Ich kann nicht springen. Hallo? Oh nee, oder? Nein. Ich komm nicht weg, ich kann nichts machen. Ohne Scheiß, ich kann nichts. Hopp. Ja, okay. Spießt die mich rauf? Nee, okay, ich lebe noch. Aber. Frühstück. Für der Spinn. Okay. Fühle ich auch gerade so ein bisschen wie ein Hobbit. Ich nehme mal kurz einen Schluck. Kleinen Moment. Ihr verzeiht. So. Und jetzt? Ein Faden diese. Oh, zwei Faden. Und wham! Und jetzt kann ich. Und jetzt natürlich in. Was kann ich jetzt machen? Ich kann gehen. Ich kann springen. Ah, okay, das geht. Hopp.
Aber wie werde ich den Scheiß jetzt los? Ey, das ist schon cool jetzt gerade so ein bisschen. Was würde Frodo machen? Zu eurer Beruhigung, ich bin gesprungen. Okay, wir probieren es nochmal. Ah, warte mal. Na ja, okay, ich muss schon die Richtung geben. Ich dachte so, weil der springt schon langsam. Und er springt wahrscheinlich immer nur dann, wenn er gerade den Hüpfer macht. Also nicht jetzt, sondern jetzt, genau. Mhm. Komm schon, ey. Was soll das? Okay, hier. Ja, ich bin nicht dumm. Okay, also ich mag so Spiele gern. Spiel sie ihm. Zurück. Okay. Springen bringt dich vorwärts quasi. So, los. Geht so. Rolle. Und zurück. Spring. Okay, hab gereicht. Hopp. Ich spring einfach. Ist ja egal. Okay. Ich sag's oft okay, ist mir egal. Und jetzt? Geht das schneller? Oh. Fuck. Nope. Keine Spinne für diese? Nein, nix. Hopp. Schleich dich. Einmal noch. Komm schon. Hopp. Yay. Komm schon. Was du machst, ist mir egal. Spring, mach irgendwas. Was ist los? Oh, bin ich tot? Ich bin nicht tot, oder? Alter. Seht ihr? Jetzt werden sogar meine Haare grau. Graue Haare. Ich hasse graue Haare. Krieg ich eh schon genug. Hallo? Und du bist? Du bist... Was? Wir machen hier mal eine kurze Pause. Ich muss gerade mal nachdenken. Also, bis hierhin erstmal, klar, wir machen jetzt eine Pause, wie schon gesagt, ich mache das in ein paar Etappen. Danke erstmal, dass ihr bis hierhin zugeguckt habt. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Ich hoffe, ich habe nicht zu oft geschrien wie ein kleines Mädchen. Wobei, kleine Mädchen, ich habe ja eine Tochter. Schreien anders. Anders. Lauter. Egal. Genau. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst es mich ein bisschen wissen. Ich freue mich über Feedback einfach. Und wäre toll, wenn ich weiß, dass der Scheiß, den ich hier mache, euch gefällt. Und bis dahin, bis zur nächsten Episode, bei der ich euch dann hoffentlich wieder begrüßen darf. Verbleibe ich erstmal, euer Armin. Und ja, wie endet man so ein Let's Play? Tschüss. Wie macht's die Kelly? Tschüss. Na egal, ich bin ja nicht Kelly. Ciao, macht's gut. Servus.